Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Worms Total War mit dem Skipion und den Bruti. Ja, bei einigen Guides habe ich ja vergessen, am Ende zu zeigen, welchen Einfluss wir quasi hatten auf die anderen Fraktionen rund um uns herum und wie sich diese entwickelt haben. Habt ihr euch ja gewünscht und deshalb reiche ich das jetzt noch nach und ja, dann gucken wir doch mal, was wir für Auswirkungen hatten. Dann geben wir doch mal eben Toggle Foe ein, das heißt, dass wir den Nebel des Krieges deaktivieren und schauen wir mal, wie sich die anderen Fraktionen entwickelt haben. Ja, das Haus der Skipionen ist ziemlich weit gekommen. Die haben nur Thapsus erobert und Lilibaia und Syrakus. Also ich glaube da, normalerweise expandieren die ja nach Griechenland, das haben wir denen ja so genommen. Hier ist auch eine kleine Armee, Asinius steht hier neben Larissa. Ich glaube, deshalb haben die sich nicht so weit sind die nicht so weit gekommen. Ja, Numidien hat sich Nepte geholt und Kyrene, die beiden Rebellenstädte, die es hier unten gibt. Und die Ägypter sind mal nach Siwa marschiert. Okay, das ist mal interessant. Und die haben gerade eine Rebellion in Alexandria. Und ansonsten haben die sich ganz normal entwickelt. Ja, haben wir um die Seleukiden aufgerieben, wobei die Seleukiden immer noch Damaskus halten. Ah, aber die Mauern sind angeschlagen. Ja, die Parther haben sich auch nochmal... Oh, und Kaya gehört auch noch den Seleukiden. Also das ist für die Zeit, ist ja schon unüblich. Normalerweise haben die Parther das eingenommen oder die Ägypter, aber ansonsten hier auch ganz normal. Da steht eine Armee vor den Toren der Parther. Da muss ich doch gleich mal eben gucken. Ägypten ist im Krieg mit allem, okay. Nee, gar nicht. Ich habe bei den Seleukiden geguckt. Partien ist nicht im... Nee, sind nicht im Krieg, okay. Ich dachte, weil die jetzt hier so quasi vor deren Toren stehen und hier eine Fullstack ist. Ah, da könnte es dann zum Krieg kommen. Okay. Aber da hatten wir jetzt eigentlich keine Auswirkungen drauf. Nö, die Skythen haben sich auch nochmal entwickelt, haben noch die normalen Provinzen, haben sich unten die Rebellensiedlung geholt. Pontos hat Kleinasien erobert, auch ganz normal. Thrakien hält immer noch seine beiden Städte, also entweder halten die beiden oder die haben, was weiß ich, hier unten Byzantium angenommen oder sind halt zurückgedrängt worden. Ja, Dakien wird hier oben hin zurückgedrängt. Sitzen jetzt hier oben in, ist das schon Russland? Teile von Russland hier so? Ja, doch, sollte Russland schon sein. Ja, und die Germanen sind halt hier über die Daker gekommen, wie man sehen kann. Die haben sich hier Quinkong und Novosis geholt und das hier Ziegenlager und Polisium. Ja, die sind da recht gut durchgegangen. Hier Kuskoti ist, glaube ich, auch eine Rebellenstadt und Domus Dulcis Domus. Und die haben es auch dann hier geschafft, die Briten recht gut zurückzuhalten. Aber jetzt, wir sehen hier zwei britische Fullstack-Armeen auf den Weg. Mogontiacum wird schon belagert. Ich denke auch nicht, dass sie das gewinnen, die Germanen. Aufgrund dessen, dass sie halt die Streitwagen haben und die britischen Armeen immer sehr viel Erfahrung haben. Und wobei, eigentlich haben die halt eine Phalanx-Einheit, weshalb die eigentlich und mit den Bogenschützen einen Vorteil haben. Aber es ist die KI unter sich. Die Gallier haben sich halt nach Iovavum zurückgezogen. Okay, also die haben sich hier, wurden ja hier verdrängt aus Norditalien. Man sieht es, werden auch hier von den Römern belagert. Ich denke mal, die Gallier machen es nicht mehr lang. Ja, die Briten hat, wie gesagt, sich normal entwickelt. Ja, und hier in Spanien ist alles gleich. Also es ist meist, bis sich da irgendwas tut, dauert es immer. Also entweder kommen halt die Julia hier nach Oscar oder die Spanier haben halt Spanien. Aber meist dann hier immer eine große Schlacht um Cordoba. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Armeen hier viel Erfahrung haben. Aber wir sehen es jetzt gerade auch nicht. Ja, Numantia wird immer noch von den Galliern gehalten. Und ansonsten tut sich hier nicht viel. Nee, Numiden auch. Die Römer werden wahrscheinlich hier Liptas Magna einnehmen. Der Armee, oh ja, der sollte das eigentlich schaffen. Ja, das sollte er schaffen. Sonst irgendwas Interessantes, was ich irgendwie übersehen habe? Nö, aber wir hatten ja hier, wie gesagt, aufgrund dessen, dass die, ich schätze mal, dass die Germanen hier gegen die Daker gekämpft haben, haben wir halt, ja, nichts von denen gesehen. Wir sind sogar mit denen verbündet, okay. Er ist schon ein bisschen her, seit ich gespielt habe. Aber mit den Thrakern sind wir im Krieg, okay, gut. Also hatten wir eigentlich, sage ich mal, keinen großen Einfluss, bis auf, dass die Skipionen hier nicht
hingekommen sind und ja, aufgrund dessen, dass wir halt die Fraktion da vernichtet haben, haben sich die Daker mit den Germanen geprügelt. Ja, gut, das war's soweit. Das ist ein kurzer Part. Ich denke mal, die Epiloge werden jetzt, ich nenne es jetzt mal Epiloge, werden kurze Part sein, wo wir halt nochmal rüber quatschen, aber jetzt was Ungewöhnliches ist jetzt nicht passiert. Nö. Ist hier eine Armee auf dem Weg? Nö. Das gehört immer noch den Amazonen. Steht's auch. Eigentlich, Themiskyra und Tara sind so zwei Städte, die werden. Boah, habe ich es überhaupt schon mal erlebt, dass die eingenommen worden sind? Ich glaube nicht. Wobei ich es ja eigentlich nicht verstehe. Also die Briten könnten ja einfach hier rüber segeln. Weil die Stadt ist einfach, also die bringt halt ein bisschen was, ne? Hier ist eine mittlere Fruchtbarkeit und ich glaube, hier kann man auch eine Mine drauf bauen. Nee, oder? Nee, ich weiß es jetzt nicht mehr. Also wenn ich die Briten spiele, dann hole ich mir die Stadt, weil es ist halt eine Stadt, sage ich mal, die halt nicht angegriffen wird, sozusagen. Also ich habe es bisher nie erlebt, dass hier irgendwie was angegriffen wird oder da oben. Hier oben dann doch eher. Ich glaube, einmal im Spiel habe ich mich da oben zurückgezogen, weil, keine Ahnung, so letzte Festung und so. Und dann hier halt, du hast ja halt hier zwei Brücken, du kannst hier Hinterhalte. Also das Gebiet ist recht cool zu verteidigen. Ja, aber ansonsten, die Stadt kann man sich eigentlich auch gut holen. Oder als Gallien. Da kommt eigentlich keiner hin und sagt jetzt, ja, ich nehme dir die Stadt jetzt weg. Hier ist noch ein Fort, okay. Nee, aber gut. Okay, Leute, das war's soweit. Ich verabschiede mich und haut rein. Ciao.